Liebe Freunde, dieser Lockdown nützt wenigen, schadet aber allen. Nun haben wir ihn, den harten Lockdown, wie schon im Frühling. Wieder wird sich erweisen, dass er unnötig war. Begründet wird der Lockdown wie im Frühjahr damit, das Gesundheitswesen entlasten zu wollen. Nach wie vor sind rund ein Viertel der Intensivbetten in Deutschland frei. Echte Engpässe in den Krankenhäusern gibt es tatsächlich, vor allem im Söderreich Bayern, wo man das Gesundheitswesen besonders erfolgreich weggespart hat. Dieser Lockdown ist eine Panikreaktion und löst keinerlei Probleme, nicht einmal kurzfristig. Merkel, Scholz, Söder oder auch Berlins regierender Bürgermeister Müller, alle nicht gerade für besondere Emotionalität bekannt, sprühen momentan geradezu vor nach außen getragener Empathie. Dass sie es im Fall von Müller mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen oder dass sich diese Empathie, wie in Frau Merkels Regierungserklärung deutlich wurde, sich offenbar nicht auf unsere Kinder, die wahrscheinlich größten Opfer dieser Krise, erstreckt, wird von der meist regierungstreuen Journalie kaum registriert. Das moralische Pferd, auf dem die Altparteien sitzen, ist offenbar ein zu hohes Ross, um sich in die Niederungen von strategischen Lösungsvorschlägen für diese Krise zu begeben. Angst und Panik zu verbreiten ist einfacher und dem eigenen Machterhalt auch dienlicher. Anstatt über den besonderen Schutz von Risikogruppen zu sprechen, den Schutz von Kranken, den Alten, vor allem den kranken Alten, werden alle Menschen in diesem Land bis hin zur Existenzvernichtung in Mitleidenschaft gezogen. Es sind eben in ihrer übergroßen Mehrheit die älteren Menschen, die betroffen sind. Das Durchschnittsalter übrigens der Corona-Opfer liegt bei 82. Die Regierung hat es zusammen mit den Landesregierungen in diesem Jahr versäumt, Betreuungskonzepte, Teststrategien für Krankenhäuser, Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen zu entwickeln. Sie haben versäumt, Pläne für eine Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe zu erstellen. Wenn nur ein Bruchteil der Corona-Hilfen in diese Bereiche zusätzlich investiert würde, Deutschland wäre für die Zukunft weitaus besser aufgestellt. Stattdessen wird der ohnehin schon während der Merkel-Jahre zusammengeschmolzene Wohlstand unseres Landes verpulvert. Die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, steht vor den Trümmern seiner Existenz. Über die Finanzierung des Ganzen wird geschwiegen. Das dicke Ende wird kommen. Aber erst, wenn Frau Merkel sich in ihren Ruhestand verabschiedet hat und dann nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann.